Das Böse begrüßt euch zurück hier bei Heidi, das Spiel zum Film. Und ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, meine Stimme zu verstellen, also lassen wir das jetzt mal. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft, dieses Kapitel abzuschließen mit Clara und diesem Scheißbrief. Jetzt geht's weiter hier mit Heidi als Geißenhirte. Na dann. Ich mache mir Sorgen um Peter. Er war heute noch nicht hier. Hoffentlich ist nichts passiert. Heidi, lauf gleich ins Dörfli hinunter. Vielleicht hat der Bengel ja auch nur verschlafen. So, soll jetzt nach Dörfli, richtig? Dürfen wir wieder schön weit latschen, weil der alte Sack zu faul ist, das selber zu machen. Und jetzt müssen wir erst wieder diesen Zaun hier öffnen, weil sonst können wir wieder nicht durch. Das kennen wir ja schon. Das übliche Problem. Diese kondomartigen Gegner sind hier immer noch on the way. Die scheinen sich aber auch wirklich zu vermehren. Von Level zu Level scheint es etwas anspruchsvoller zu werden, wenn man das so nennen möchte. Denn das Spiel wird einfach nur bescheuerter und bescheuerter. Das ist der Hammer. Und ich dachte wirklich, ich hätte den absoluten Absturz schon erlebt mit dem Gameboy-Spiel dazu. Wobei man dazu mal sagen muss, dass das Spiel hier, das hier, was ja nun die PC-Version ist mit so leichten 3D-Elementen, das war wesentlich günstiger im Preis als die Gameboy-Variante. Und nein, das ist kein Scherz. Das Spiel hier besitze ich ja auch original, das andere nicht. Das habe ich nur mal zwischendurch gezockt. Als Trash-Projekt. Und das fand ich schon grausam, aber ich finde, das Ganze hier setzt dem nochmal die Krone auf. Weißt du, wo bin ich denn hin? Nein, das ist komplett falsch. Gehe durch diese tolle Höhle durch mit diesen wunderhübschen Texturen. So diese Falten, sieht so ein bisschen aus wie an meinen Fußsohlen teilweise. Mhm. Ja, im Alter wird das immer ein bisschen mehr, müsst ihr wissen. Und jetzt gleiten diese Felsen hier wieder durch und wir können da so Boss-like, wie wir sind, einfach durchlaufen. Ist gar kein Akt. Warum auch, ey? Das ist total klasse. Das mache ich auch immer so. Also wenn mich irgendwie mal ein Stein... Also wenn mir ein Weg mal wirklich... ein Weg einen Stein versperren sollte. Hm? Also wenn mir ein großer Felsen oder Stein oder was auch immer den Weg versperren sollte, ist gar kein Problem. Ich gehe einfach durch. Nehmen wir ein bisschen Anlauf und dann sage ich, ey, Alter, ich bin so boss-like wie Heidi und deswegen kann ich durch dich durchlaufen, ohne dass es mir was tut. Und bam, bin ich dann durch den Stein gelaufen. Mhm. So, was ist das hier eigentlich? Sollen das hier so Kakteen sein? Also das sieht so ein bisschen aus wie so Kakteenblüten. Weiß nicht. Soll mir auch egal sein. Gott, Dörfli, ist das, bin ich richtig? Ja, ich bin tatsächlich nur auf dem richtigen Weg, so halbwegs zumindest. Ist der Hammer. Es ist schon unheimlich, dass ich mir das gemerkt habe, wo ich hier nach Dörfli komme. Na, du aller Lawinengroll mit Steintitten. Guck mal, wo sie ihm dahin sinkt. Voll zwischen die Beine. Ist schon ein bisschen unheimlich. So, wo muss ich jetzt hier exakt hin? Geradeaus wieder zur Oma. Ist es? Ja, ich muss zur Oma. Ach, Kleines, gut, dass du kommst. Dem Peter geht es gar nicht gut. Oh nein, dann hole ich ganz schnell den Doktor. Der Junge hatte so hohes Fieber, da bin ich selbst gegangen, um den Doktor zu rufen. Ach, und dabei habe ich das schöne bestickte Taschentuch verloren. Kann ich denn gar nichts für Peter tun? Nun, du könntest beim Kaufmann ein paar Eier gegen Hustenpastillen eintauschen. Ein paar Eier? Wieso sollen wir Peter jetzt schlachten oder was? Ja, es ist ein Scherz, ich weiß. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo war dieser Typ denn, dieser Spack? Dieser komische Kaufmann-Typ da, der aussieht wie ein Weib. Was haben wir hier denn Schönes? Oh nein, das ist der Rest von Großmutter. Ja. Ja. Wo waren das jetzt? Was? Hier ruht ein unachtsamer Klippenspringer. Sehr geil. Warum ist das denn hier eingebaut, bitte? In einem Spiel für Kinder. Guten Morgen. Merkst du was? Ist ja wohl nicht zu fassen, oder was? wo mal? Ach, da unten. Ich muss immer erstmal gucken, wo ich überhaupt bin und wo ich hin muss. Ja, ich bin hier nicht so super in solchen Spielen. Schon gar nicht, wenn sie Heidi heißen. Kann ich hier rüber, oder ist... Unsichtbare Wand oder... Nö, dafür können wir nicht hoch genug springen, ist klar.
Hier können wir uns zu Hause bis an die Decke hüpfen und hier schaffen wir es nicht, über so einen läppischen Zaun zu hüpfen, ist klar. Ist klar, natürlich, Heidi. Das ist total logisch. Was ist das denn da? Was liegt da, was liegt da, was liegt da? Hinweis. Zu einem sehr niedrigen Preis. So, schön. Wir gucken. Es ist so schön, dass man so viel sieht dann, wenn diese Bäume einem den Blick versperren. Das ist wirklich einfach nur grandios gemacht. Ich muss sagen, da bin ich wirklich einfach nur total happy über so eine totale Kompetenz in der Programmierung. Also besser hätte ich das auch nicht gekonnt. Hä? Ach, da unten ist der Spast. Ja. Guten Tag, Herr Kaufmann. Ich möchte gerne ein paar Hustenpastillen gegen die Eier hier eintauschen. Der Peter ist sehr krank. Ach, hast du eine Vorstellung, wie krank ich bin? Husten habe ich schon seit Wochen. Ich glaube nicht, dass im Vorratslager auch nur eine einzige Hustenpastille übrig ist. Aber ich kann für dich nachsehen. Komm später wieder. Jetzt, wo gehst du lange jetzt hin? Nirgendwo hin. Cool. Komm später wieder so, jetzt ist es später. Wie ich schon sagte, keine Pastillen mehr. Tut mir leid, junges Fräulein. Aber die Kräuter, die du mir vor ein paar Tagen gebracht hast, waren sehr wohltuend. Ja. Ich weiß nicht. Die Großmutter hat ihr schönes Taschentuch verloren. Könnte ich die Eier vielleicht gegen das neue hier eintauschen? Ja, gerne. Ich soll jetzt trotzdem erstmal dazu im See hin, wenn ich das richtig sehe. Ups, jetzt muss ich jetzt mich aus dem wunderschönen Haus raus. Drehen wir uns einmal um. Hier hin, in die Richtung. Gehen wir zum Brunnen und dann... Wo wollte ich lang? Hier weiter. Dieses Spiel verwirrt mich so krass, das ist der Wahnsinn. So, jetzt kann ich hier hinter lang laufen. War das nicht auch das, wo wir... Moment, kommt man da dann... Nee. Hier kommt sie dann so durch. Sie kann den Arm ohne Probleme in den Schnauze in die Dings stecken, in die Wand. Ich sag ja, sie ist irgendwie eine Zauberin oder sowas. Magie. Magic. Magic. Alter, diese Passagen sind wirklich so dämlich. Das ist der Hammer. So super sinnvoll. Man sieht auch so viel. Ey. Wie kann man so eine Scheiße programmieren, mal ehrlich? Wenn ich so arbeiten würde, wie die das hier gestaltet haben, ey, dann wäre ich schon lange arbeitslos. Dann hätte ich schon lange Hartz IV beantragen können oder würde unter einer Brücke pennen, ehrlich. Das ist der Hammer. Was haben die denn konsumiert, als die das hier erstellt haben? Da kann man aber echt nichts zu sagen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, ich weiß, es ist nur ein Trash-Gedöns, aber ganz ehrlich, es gibt Leute oder Kinder, die das hier spielen wollen und müssen dann durch so eine dummen Passagen durch. Und das Schlimmste ist ja, wenn ich dann wirklich bedenke, dass das für Kinder ist, dass da so viele Rechtschreibfehler drin sind. Alter Falter, da geht mir das nicht vorhandene Messer in der Tasche auf. Das ist unfassbar. So was kann man doch nicht auf den Markt werfen. Ich muss wenigstens der deutschen Sprache so weit mächtig sein, dass ich sagen kann, ja, ist kein Akt. Ja, toll. Und jetzt? Was soll der Müll denn bitte? Man kann hier hoch. Es bringt aber rein gar nichts. Schön. Dafür macht man das doch gerne, oder?
Ey, im Ernst, was ist das denn für ein Müll? So, und dafür hat sie sich nicht wehgetan, das ist auch super. Klasse, ehrlich. Was ist das denn für ein Müll? Ach, so eine Scheiße muss doch echt erstmal kommen. Jetzt häng hier gefälligst nicht in den Pixeln fest, sondern lauf weiter, Heidi. Achso, ich dachte, hier kommt das wieder links. Oh, und schon haben wir wieder so eine dämlichen Dreckspieße. Hallo, 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 hallo. Und ich finde es auch sehr interessant, dass die Pflanzen hier so dann mitten in dem Dings, mitten in dem Stein stecken bleiben können. Dass sich hier nichts ändert, weder vom Widerstand noch vom Sound, finde ich irgendwie auch sehr fragwürdig. So. Jetzt muss ich hier hinter noch lang, oder? Nö. Da konnte ich auch ohne Probleme lang, ohne dass da irgendwelche Pixelfehler wären oder so. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt hier wird. Soll man hier jetzt rauf? Na, so nicht, aber hier vielleicht. Zack, zack. Was ist das denn hier? Der Postbote hat einen Brief an Frau Drösch verloren. Na, sowas aber auch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn jetzt wohin? Ich schwebe schon wieder. Ich bin schon wieder in der Luft hier. Ist der Hammer. So, da bin ich in der richtigen Richtung. Södele geht hier weiter. Nee, es ist die falsche Richtung. Heidi, das hast du nicht richtig erkannt. Jo, gehen wir hier oben lang. Da wo diese phallusartigen Dinger weiter lang. Laufen wir mal ehrlich jetzt. Wie kann man denn bitte solche Formen in ein Kinderspiel einbauen? Das kann doch nicht wahr sein. Mal ehrlich, man hätte so viel aus so einem Spiel machen können, aber nein, sie haben es vorgezogen, so eine Scheiße daraus zu machen. Es tut schon ein bisschen weh. Ich habe Heidi als Kind wirklich geliebt, muss ich sagen. So albern das auch klingen mag, aber es ist wirklich so. Ich habe Heidi wirklich sehr, 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 sehr gerne geschaut als Kind. Besonders mit meiner Mutter. Hin und wieder würde ich es mir auch heutzutage noch angucken, ohne Scheiß. Aber wenn ich so eine Spiele dazu sehe, ey, da blutet mir so die Seele, das da immer... So grottenschlecht. Ich meine, gut, dafür mache ich ein Let's Trash. Weil ein wirkliches Hallo. Let's Play kann man daraus auch noch nicht machen. Ein ernstes, ein wirklich, yeah, guck mal, was ein tolles Spiel. Let's Play geht aber nicht. Das ist unmöglich, wirklich. Halt. Irgendwo hier. Was ist denn hier? Wo denn hier? Wieder unten irgendwo, oder? Kann man hier rüber? Das ist jetzt die Frage, ob man hier rüberlaufen kann. Aber ich lasse es, glaube ich. Das ist für mich trotzdem die Frage, wo muss ich dann hin? Oder ist es jetzt einfach nur, ich muss jetzt hier hoch? Und da vielleicht mal schauen, ob ich hier irgendwie rüberkomme? Also hier nach oben irgendwie. Diese Wegfindung ist wirklich ein bisschen sehr belastend vereinzelt, finde ich. Ich gehe jetzt hier gerade in die vollkommen falsche Richtung. Also in die vollkommen falsche Richtung. Ja, das ist jetzt für mich die Frage, ob man hier rüberlaufen kann. Nein, man fällt durch, natürlich. Hätte man sich ja fast denken können. Aber leider nur fast. Dieses Spiel so grandios programmiert ist. Das ist der Hammer. Ja. So, wo müssen wir jetzt? Wo müssen wir nur hin? Also hier lang. Das ist ja auch schön und gut, aber das bringt mir ja keine Punkte, weil da komme ich nicht dahin, wo auch immer ich hin muss. Nach dem verlorenen Taschentuch suchen. Ja, das ist ja auch schön. So. Jetzt gehen wir hier lang. Und ich frage mich, wo zur Hölle? Soll hier irgendwas sein? Aua. Was? Das habe ich jetzt aber gerade nicht mitbekommen, effektiv, dass da was kommt.
Das ist Wahnsinn hier. Da drüben, das kann auch nicht das sein, was ich meine, oder? Nee. Das müsste sich hier jetzt quasi theoretisch irgendwo befinden. Hier in diesem unmittelbaren Umfeld. Aber, wie wir sehen, sehen wir nichts. Das verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Man folgt dem, was man auf der Karte sieht, und es ist falsch. Jetzt verrat mir doch mal einer, warum. Das ist etwas suboptimal gelöst, finde ich. Ach, Kinders. Kommt man hier irgendwo hin? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wir haben ein bisschen schön gewesen. Es macht so keinen Sinn. Das ist so schade. Ich gehe jetzt hier gleich runter. Also irgendwas muss ja hier sein. Irgendwas, irgendwo und... Kommt man hier rein? Ah, hier sind Kräuter. Das ist es, was ihr wolltet, ne? Jetzt sollen wir wieder nach Dörfli. Zum Dörfli, wie auch immer. Dafür gehen wir hier den Weg lang. Tippel, tippel, tappel, tippel, tappel, tippel, tappel. Was auch was doof ist, ist, dass man hier auch nicht beschleunigen kann. Das ist auch ein bisschen langwierig, ein bisschen ungünstig gelöst, finde ich. Aber hey, das kann auch rein subjektives Empfinden sein, ich weiß es nicht. Ich möchte ja auch nicht irgendwie mimimi, alles ist scheiße, mimimi machen, aber ganz ehrlich, ihr seht, was das hier für eine Glanzleistung ist. Also, eigentlich bin ich jemand, der die Arbeit anderer wirklich schätzt. Aber das Problem ist, ich sehe dieses Ergebnis und ich habe Spiele gesehen, die waren so grandios. Gut, ja, die Spiele gehören jetzt nicht dazu, aber trotzdem ist das ist schade. Jemand wie ich, der eigentlich Spiele wirklich vergöttert und wirklich ein Spielkind ist, ohne Sondergleichen, ja. Das ist richtig, richtig schade, da so eine Leistung hier zu sehen. Was? Wieso ver... Dieses Spiel verwirrt mich jedes Mal wieder. Boah, ich verlaufe mich in diesem dämlichen Dorf hier, weil ich nicht weiß, wo ich hier hin muss. Wo war dieser doofe Typ? Ja, ja, ja. Oder muss ich jetzt zu meiner Oma? Warte mal. Gehen wir hier lang? Das heißt, dass hier hoch jetzt? Oder was? Oder müssen wir zu Oma? Ich... Hier rechts. Das ist meine Oma, glaube ich, ne? Vielen Dank, Kleines. Och, das Taschentuch hier ist frisch gestärkt. Es fühlt sich neu an. Das ist leider nicht meines. Von deinem schönen Taschentuch habe ich nur ein paar schmutzige Reste gefunden. Und weil der Kaufmann keine Hustenpastillen mehr hatte, habe ich Kräuter gesammelt und für die Aya ein neues Taschentuch gekauft. Du bist ein gutes Kind, Kleines. Aus den Kräutern mache ich einen Tee, der mindestens genauso gut ist wie die Hustenpastillen. Und dann geht es unserem Peter bald wieder besser. Bald, bald, bald. Ich muss aber jetzt auf die Alm. Was soll denn aus den Ziegen werden, wenn ich hier krank im Bett liege? Oh Gott, wen? Ich kann mich darum kümmern, Peter. Was muss ich tun? Du musst alle Ziegen von ihren Besitzern abholen und sie zur Weide am Bergsee bringen. Und vergiss die Ziegen vom Großvater nicht. Guck mal, ich stehe in der Oma drin. Ist das nicht schön? Gut, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part, ne? Und bis dahin, tschüss mit Ö und tüdelü.